So Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wir können leider nicht bei Welt 4 gleich anfangen. Und ja, weil ich sehr, sehr ungründlich war in Welt 3, wie man sehen kann. Im ersten Level gleich haben wir noch eine vergessen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und natürlich in der Burg und vielleicht sonst noch wo. Das, naja, werde ich noch rausfinden. Und ich meinte natürlich nicht Schloss, sondern Geisterschloss. Weil ich habe jetzt dieses Item mir geholt. Ich habe jetzt diese Boxen da auch verstanden auf der Overworld. Man kriegt immer ein Upgrade. Wenn man eine Feuerblume hat, kriegt man das. Wenn man klein ist, kriegt man zum Beispiel einen Mini-Pit oder eine Blume. Also immer was Besseres. Und ja, ein cooles Prinzip, aber naja. Ich finde es einfach nur gerade mies, dass man eine Star-Coin mit diesem Item verbindet. Ich meine, Secret Exit ist noch... Macht mich auch schon ein bisschen aggressiv, aber ist noch okay. Aber dann das? Nope. Ever nope. Und damit haben wir jetzt Welt 3 komplett, wie man auch nochmal zwischen den Leben und der Weltanzeige sieht. Und wir starten direkt rein in Welt 4. Genauer gesagt Welt 4.1. Ich vermisse hier wirklich, dass man so individuelle Namen hat für das Ganze hier. Aber naja, das können wir glaube ich kaum erwarten. Jetzt schon vor allem. Das Ding ist auch, ich kann mit diesem Item wirklich, also überhaupt nicht umgehen, was wir gerade haben. Deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass wir sterben werden. So. Na, shit. Ja, seht ihr mal. Besser ist es, dass ich getroffen wurde, ehrlich. So. Jetzt müssen wir auch wieder auch so langsam auf Secret Exit Jagd gehen. Ich glaube nämlich, dass es sogar gleich hier irgendwo einen geben wird. Ah, guck mal, die hätte ich jetzt auch gleich. Und hier sind echt widerliche Spinnen. Ich hasse ja Spinnen über alles. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Aber nee, die gehen gar nicht. Ich wollte nur einmal schießen. Oh, lol. Okay, dass das trotzdem noch geht. Krass. Na, dann kann ich sie ja weiter abschießen, wenn es keine negativen Folgen hat. Weg mit euch, Spinnen. Kommen gleich so ekelhaft riesige. Pui, pui, pui. Hä? Plessy oder Nessie oder wie auch immer das heißt. Ja, moin. Was machst denn du hier? Ich habe Angst ein bisschen, dass ich jetzt gleich getroffen werde. Ah, verdammt, jetzt müsste ich wahrscheinlich sterben gehen, genau. So, da habe ich es doch. Sehr, sehr gut. Ja, ich bin gespannt, was hier noch kommt. Hier gibt es tatsächlich einen Secret Exit. Bin auch sehr gespannt, ob ich den hinbekommen werde. Und ich glaube, dass er hier sich verbirgt, oder? Ja, perfekt. Nur an den Münzen soll man das erkennen. Wow, das ist... ziemlich gemein, muss ich sagen. Aber gut, ich bin froh. Ich habe ihn anscheinend. Jo, was geht denn hier ab? Okay. Ich will gar keinen One-Up. Ich bin froh, dass ich lebe und das hinbekommen habe. Das kleine Mario sehr, sehr gefährlich. An sich die Gifte, die sind immer super gefährlich. Und das ist ja wieder so eine Art Scrolling-Level, ne? Weil man ja vom Plessy nicht runtergehen kann. Uiuiuiui. Gut, aber diesen Secret Exit können wir damit auch noch abschließen. Ah, und uns ein paar Leben holen. Na, das hole ich mir doch sehr gerne. Ich habe gerade viele verbraucht, 4, 5 Stück, glaube ich. So, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich verkacken werde. Okay, ich habe mir schon wieder eins ausgesucht, das für mich das Falsche sein wird. Ich dachte, ich hier wäre Bowser. Wow, aber naja, wir liegen eh so oft hier richtig. Haben wir wieder alle One-Ups bekommen, die wir gerade verbraucht haben. Und jetzt sehen wir uns gleich ungefähr an der Stelle wieder, wo ich gerade, ja, aus dem Level geflohen bin. So, da sind wir doch wieder. Genau an der Stelle jetzt. Ach, ich hoffe, das ist Gott sei Dank jetzt vorbei. Bitte, lass es vorbei sein. Oh Gott. Ey, die muss man auch immer unterscheiden, ne? So, lieber besiege ich die, glaube ich. Das ist immer die bessere Wahl. Jawohl. Uiuiui, nee. Da werden die erstmal besiegt und dann können wir das angehen. Jetzt dann nämlich. So. Kurzer Sprung und drüber. Ach du Kacke. Wenn man einmal kurz zu lang steht, ist man direkt tot. Man kann nichts machen. Ah, ach so, Moment. Ja gut, ist halt schlecht. Aber trotzdem noch 4000 Punkte. Na, immerhin, ne? Ja gut, läuft doch. Ich bin froh, dass wir jetzt Welt 3 auch schon komplett abschließen können. Und machen jetzt gleich weiter mit Numero... Moment, erstmal kurz das hier kaufen. Wir haben ja das Geld. So. Nee, du. Wir wollen gleich weitermachen in Welt
4, 2. 57 Leben, keine Ahnung, wo ich schon wieder die Leben her habe. Ich liebe es auf jeden Fall, dass bis jetzt jede Welt so seine eigenen Pilzlevel hatte. Pilz/Wolkenlevel, weil. Ja, ich mag die sehr gerne. Auf dem Wii-Teil ist auf jeden Fall auch mein Lieblingslevel aus. Ja, ein Dingsteil. Ein Pilzlevel, Hilfe. Gerade ein bisschen. Oh Gott, ey, warum biegt es sich denn nur in meine Seite? Ein Pilzlevel, so. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass da eine Bohnenranke rauskommt. Moment. Ja, nee, ach so, ein One-Up, okay. Oh Gott, ey. Na, okay, den kann ich jetzt nicht mehr holen. Naja, dann ist halt so. Ach du Kacke. Oh, Hilfe, ist das hier alles stressig. Aber hey, wir haben die erste auch schon gesaved damit. Ja, man muss immer schön im Gleichgewicht bleiben. Heißt das nicht bei der einfach, genau das machen? So. So. Stopp. Ah, das war jetzt falsche Reihenfolge. Naja, ich freue mich gerade extrem über rote Pilze. Hilfe. Wie soll. Na egal, ich spring da gar nicht drauf. Ganz einfach. So. Der bleibt oben? Ja. Genau, das ist ja der Unterschied zwischen rot und nicht rot. Singen wir die mal kurz. Ich hoffe, ich brauche sie nicht. So, und jetzt kommt hier vielleicht eine Bohnenranke. Ich mache das sonst nicht mehr umsonst. Jawohl. Darauf habe ich doch nur gewartet. Doch diesmal nicht, glaube ich, zu einem Secret Exit, sondern. Ja, die Musik sagt eher so minispielmäßig. Mal schauen. Stoß nicht nach unten jetzt. Okay, die unendliche Bohnenranke haben wir hier erreicht anscheinend. Oder sie ist doch endlich, denn ja, wir haben das Ende erreicht. Oh Gott, und die dritte Starcoin damit. Okay. Nur noch ins Ziel, das sagt sich leichter als getan, weil, ja, diese Pilze sind irgendwie sehr verwirrend. Aber wie gesagt, bei denen können wir uns ja sicher sein, dass sie so bleiben. Oh, immer rechtzeitig abspringen. Und abspringen. Und schön in der Mitte bleiben. Schön in der Mitte bleiben. Ah, jetzt muss ich sogar auf die Seite. Ah, sie biegen sich wie Gummi. Also wirklich. Ah, was? 4000 vor allem nur? Ja gut, aber jetzt war ich nicht ganz oben. Das ist manchmal wirklich... Manchmal denkt man sich, wie zum Teufel. Aber gut. Wir haben dieses Level. Och Gott, und schon wieder ein Unterwasserlevel. Ah ja, ja, ich komme nicht drauf klar. Aber hey. Kann es eigentlich auch sein, dass die Welten größer werden? Also, mir kommt es zumindest so vor. Da ist die Röhre, auf die wir überhaupt keinen Bock haben. Die uns hier runterbringen. Doch, Mann, ey. Ich habe gefühlt gerade erst ein Unterwasserlevel gespielt. Jetzt ist es auch noch Scrolling. No way, Alter. So, komm schon. Die will ich haben. Die will ich haben. Ah, nach vorne mit dir. Du Kacke. Was geht denn hier ab? Einfach so die Aale aus Mario 64 oder wie? Oh Gott, ey, das war auch zu knapp. Ich hab das Gefühl, jetzt kommt gleich die erste Starcoin. Da unten wird sie wohl nicht sein. Nee. Oh, oder? Ah, nee, man muss schnell sein, okay. War schnell genug? Yep. Wieder schön, schnell nach vorne. Hilfe. Ah, kleine gibt's also auch noch. So. Shit. Ja, das habe ich jetzt eh nicht mehr, ne? Ja. Unnötig geopfert habe ich gerade meine Feuerblume. Aber vielleicht kriege ich hier die nächste. Jawollo. Na, ich verliere sie wohl eher gleich wieder. Oh, doch nicht. Das ist ja auch gemein. Naja, wenigstens das habe ich jetzt ohne Damage dadurch geschafft. Ein cooles Level mit Aalen einfach. Also sehr gefährlich. Mario, warum traust du dich hier überhaupt rein? Das muss doch nicht sein. Hä? Was? Ah, darunter. Bitte. Nein? Was? Okay, ja, dann wahrscheinlich die letzte. Wie ich das Spiel kenne, wird die letzte das gewesen sein, die uns zur dritten Starcoin bringt. Och Gott, ey. Von denen will man sich wirklich nicht treffen lassen. Aber sie haben Gott sei Dank kein festes Ziel. Also Mario, so wie dieser große Kugelfisch. Chopper Chop, oder? Nein, keine Ahnung, wie die heißen. Och, okay. Lieber ein bisschen mehr abwarten. Ah ja, gucken. Ach du Kacke, wie lebe ich denn noch? Ehrlich jetzt mal, wie lebe ich noch?
Gut, ich glaube, wir haben es überlebt. Ja, also definitiv mit dem Schalter wird die dritte zu tun haben. Nicht dein Ernst. Ja, tatsächlich. Letzte Röhre, ne? Ganz schön gemein. Oh, kann es sein, dass ich von oben kommen muss? Ja, absolut. Naja, dann machen wir das halt so. Wehe. Oh, jawohl. Das hat geklappt. Ach, die machen das sogar in einem bestimmten Timing. Ich kann es kaum glauben, ehrlich, dass ich daran gerade gestorben bin. Das ist ja einfach nur traurig. Mal schauen, ob ich es diesmal überlege gegen den Goomba. Ich habe ihn überlebt. Zwar nicht getötet, aber überlebt. Ach, guck mal. Jetzt war ich nicht mal ansatzweise so weit oben wie vor und krieg 4000. Also die Fahnenstange ist irgendwie noch ein bisschen verbuggt in diesem Spiel. Also wird auch nicht mehr gefixt, aber ist irgendwie verbuggt. Ich sag's so nochmal. So, und ich würde sagen, das passt doch perfekt. Dann können wir heute noch die Burg machen. Festung, Burg, Schloss. Schloss ist das andere wohl eher. Ja, da bin ich doch gespannt. Vielleicht hat Bowser Jr. mittlerweile in Welt 4 mehr gelernt. Oh, das erinnert einen ja sehr an Welt 1. Oh, oh. Oh nein. Ich würde sagen, nice, ich lebe noch. Und dann habe ich nicht bedacht, dass er zurückkommt. Oh Mann, oh. Ja gut, vielleicht kriegen wir es diesmal hin. So. Das ist ziemlich gemein, wenn man so easy zerquetscht wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So sollte es nicht weitergehen. Alle guten Dinge sind drei und deswegen kriege ich jetzt hin. Da bringt auch kein Power-Up natürlich was. Ich hoffe, das wird jetzt mal langsam besser. Hallo. Also, nochmal fokussieren. Jetzt wird das, ich sag's euch. So, ich warte nicht so lange. Jawohl. Am Schluss. Ah, Moment, ich könnte auch einfach Walljumpen, fällt mir gerade auf. Ja, oder so. So ging es irgendwie extrem flott. Gut, aber wenn ich mir das so anschaue, gar kein Bock auf dieses Level irgendwie. Na gut, muss ja auch mal sein, ne? Dass man nicht wirklich Lust hat. Links war vielleicht schon die erste Starcoin. Ah, ja, sicher. Was geht denn jetzt ab? Okay, Leute, die erste Starcoin habe ich schon mal verpasst. Mal schauen, wie es so weitergeht. Ah, okay, ich muss mich kurz mal umdrehen. Obwohl, das hätte ich wahrscheinlich von beiden auch geschafft. Oh Gott, ich sehe die Lava schon kommen. Aber das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn man es einmal durchschafft, weil dann weiß man halt, was auf einen zukommen wird, ne? Also bis jetzt habe ich es irgendwie ganz gut geschafft. Zumindest bis zu der Stelle hier. Ah, oh, das ist ja auch Ultra Time Shending hier. Also Zeitverschwendung. Hm, da wäre ich jetzt auch durchgekommen. Jetzt muss er nämlich nach oben und auch hier nach oben und auch jetzt nach oben. Oh, ja moin, okay. Das ist anscheinend gar nicht der Weg. Ja, super, ey. Ich hab's gar nicht gerafft, wo ich hin muss. Ach, verdammt. Naja, die zweite Starcoin bleibt anscheinend gespeichert. Dass man jetzt hier die Blume, nee, die werde ich auch absolut nicht einsetzen. Ja, sicher. Direkt die Lava hier. Gut, dann versuche ich jetzt mal einen anderen Weg, einen einfacheren. Ah ja, den hier offensichtlich. Hm, ja, ich weiß ja nicht, wie man es rechtzeitig zurückschaffen soll, wenn man den offiziellen Weg nimmt, ne? Ja gut, aber so kurz vor Ende ist es tatsächlich nochmal passiert. Ich weiß, es ist nur Bowser Jr. oder vielleicht ändert sich ja jetzt was, aber wir sollten uns beeilen, ja. Ja, schade, aber immerhin weiß ich jetzt, wo die sind. Oh ja, dein Halstuch ist neu. Aha. Na, und ich stelle mich an, ich sterbe jetzt wirklich noch gegen den, oder wie? Kann ich nicht jetzt? Nein, okay. Man kann ihn so also nicht mehr treffen. Okay, man lernt ja immer dazu, ne? Vielleicht kann ich dafür jetzt nochmal die dritte Starcoin nehmen. Ah ja, okay. So schwer war die gar nicht, wie man gerade gesehen hat. So, ich werde versuchen, hier vielleicht alles mitzunehmen für Bowser Jr. Nein, okay, verdammt. Schaut sehr schlecht aus. Ich meine, ich weiß jetzt, was er macht. Und ja, probieren wir es einfach mal, ne? So, ich muss ja also sein Ding machen. Naja, da muss ich wahrscheinlich drauf springen. Also, so scheint es zu sein. Na, aber das kann ich halt gar nicht. Ich konnte es noch nie und werde es auch nie können. Aber gut, er hat endlich mal was gelernt. Das ist ja schön nach so vielen Stunden. So. Jawohl. Habe ich Angst? Er macht wahrscheinlich wieder das. Ja, okay. Das ist also der neue Fight. Alles klar. Der ist auch interessant, muss ich sagen. Weg damit. Und zack. Ja. Wegen Stampfattacke kann man sich ein Ding dann ersparen. Das ist doch super.
Ja, jetzt fang ihn schnell, Mario. Was kannst du eigentlich? Alright. Ja, sehr gut. Natürlich wollen wir das speichern. Das war tatsächlich eine sehr schwierige Burg. Das hat sich jetzt schnell gesteigert von Welt 3 zu Welt 4. Wenn das so weitergeht, wird das problematisch. Aber gut, zu guter Letzt holen wir uns jetzt noch die Starcoin. Da ist sie ja, die Nummer 1. Man muss übrigens gar nicht auf der Rückseite sein, so wie ich es mir dachte. Aber ja, ich habe es jetzt halt so gemacht. Jetzt muss ich nur noch mal hier durchkommen. Und das war's wieder mit ihm. Ich muss sagen, ich finde es echt witzig von Nintendo. Was dachten die sich eigentlich? Wir haben 8 Welten. Oh ja, die ersten 3. Machen wir einfach den komplett selben Fight. Ich meine, er ist vielleicht ein bisschen schneller geworden, aber sonst hat sich nichts verändert. Aber der Fight war jetzt endlich mal was Neues. Bowser Jr. hat es also kapiert nach 3 KOs. Ich finde es lustig und traurig zugleich, dass man dreimal denselben Boss besiegt. Aber schön, umso schöner, dass wir das jetzt geschafft haben. Welt 4 läuft bis jetzt nicht so gut, nicht mal ansatzweise so gut wie die anderen Welten. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Level von Welt 4. Im nächsten Part gehen hier dann doch noch ein paar an. Bis dorthin, habt einen schönen Tag, bewertet gerne das Video, würde mich sehr freuen. Hallo? Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Ciao.